Ein herzliches Willkommen zur neuen letzten Folge zu Planetenwerfer. Ja, heute geht es mal wieder weiter. Und wie ihr seht, wird schon Regen produziert. Heute wird gleich noch Regen produziert, aber wir haben den blauen Himmel haben wir ja schon geschafft. Noch ein bisschen Wasser farmen. Und da wir in der letzten Folge ja schon gefarmt haben, Raumschiff, können wir jetzt uns damit beschäftigen, mit dem Rasensprenger. Ja, mit dem Gassprenger in dieser Folge. Hier so ein bisschen Rasen ansehen. Gucken, ob das auch so. Ja, mal schauen, wie das so funktioniert und ob das so klappt. Dann mal schauen, wie wird das schon funktionieren. Aber erstmal, weil wir hier. Natürlich nicht so toll, wenn wir dehydrieren, aber naja, was soll. Dann hier auch schon nicht gleich Flasche kippen. Wahrscheinlich oder kippen, wie man es so kennt. Schauen wir mal. Dann noch ein bisschen Wasser. Ja, craften. So, wie gesagt, Regen wird produziert und ja, wir wollen Rasen sprengen. Soll jetzt auch hier sein, und der Bohrer. Eine wichtige Rasensprenger. Fassstreuer. Wir brauchen Wasser und Aluminium. Gut, dann werden wir uns mit Aluminium beschäftigen. Den Planeten hier so ein bisschen aufgeheizt haben. Schauen wir mal. Oh, ja. Wasser ist nämlich das Allerwichtigste. Ja, noch überall. Ob, weiß ich nicht, aber ich denke schon. So, da haben wir unsere. Dann brauchen wir. Zum. Haben wir ja. Eisen. Nochmal mit. Eisen. Was hier wartet. Es würde mich nicht wundern, wenn hier. Und. Also, was. Natur. Bohren werden. Aber gut, okay, es ist nun mal so, wie es ist. Wir müssen damit klarkommen und damit zurechtkommen. Ja, ja, so sieht das aus. Wie gesagt, um den Gasstreuer zu bauen, brauchen wir ein bisschen Wasser. Wasser herstellen. Und wenn das hier ein bisschen lecken sollte, das Spiel war so Rechner wahrscheinlich mal wieder das Update da so ein bisschen. So, alles klar, dann schauen wir mal, wie das so wird. Also Wasser haben wir, Magnesium haben wir, Aluminium, Wasser haben wir auch. Und Aluminium finden wir wieder mal in dieser Höhle. Das heißt in der Höhle, aber wir finden zwar diesen Planeten da wieder. Da wir ja schon jetzt weiter sind, bauen wird, müssen wir uns unser Aluminium ja da mal rausholen. Da kann man das ja wunderbar farmen, sammeln, auch immer. Ja, wir werden den Planeten ein bisschen begrünen, sag ich mal so. Hoffen, dass es dann. Er sieht schon echt trostlos aus, der Planet. Kann man ja mal dazu sagen, dass der. Traurig. Er sieht ja aus wie die Wüste von. Weiß ich nicht. Afrika.
anders aus. Aber naja, gut. Was Steuer? Haben wir unbedingt. Hast du noch ein bisschen Aluminium? Eckt hier aber. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Grafik so hochgeschoben haben. Sie jetzt mal ein ganz bisschen runtergeschraubt, damit die Aufnahme hier nicht. Das sieht dann ein bisschen cool. Ah, das sieht komisch aus. Aluminium. So, Aluminium nehmen wir mit. So, dann gehen wir wieder zurück. Wie gesagt, dieser Planet ist nicht ganz so gut aussieht. Wie er sein soll, aber gut, die NASA denkt, was machen. Es kostet natürlich um Wasser. Ist klar, dass das alles auch seine Energie benötigt. Dafür, dass man auch, aber dafür sieht der Planet auch grün so ein bisschen schöner macht. Und dann werden wir hier eine Raketenstation bauen. Ist nur die Frage, wo. Da habe ich mir noch keine Gedanken. Hier auch. Sollte man sich auch mal Gedanken drüber machen. So. Das so ein bisschen zu. Wenn wir jetzt. Kleinen Samen. Ja, gut, die finden wir natürlich in den Chips. Auch noch die kleinen Samen. Schöner machen, ja, dass das irgendwann relevant ist. Ja, schau. Wir schauen mal, wie das so wird. Oh, dann bauen wir uns jetzt mal so ein. Bei Wasser gebaut. So, dann können wir den Kraftsprenger mal hier platzieren. Schauen, wo er uns gefällt. Wir müssen ja den Planeten ein bisschen begrünen. Halten. Weil, ich kann ja mal anfangen. Schön auch. Ah, zu wenig Energie. Ich. Kobalt. So, jetzt brauche ich zweimal Kobalt, um Energie zu erzeugen. Da ist nicht so schön, aber gut, okay. Einmal Kobalt. Warum? Ich sag ja, das Material fliegt alles, kommt von alles vom Himmel. Das Meld. Ah ja, war gut, okay. Oh, doch nur Kobalt. Wie schwer Kobalt zu. Da kam doch neulich erst noch was runter hier von dem Zeug. War das schon so? Das wissen wir. Aber gut. Da hinten ist Kobalt. Ja gut, das Material kommt ja ganz gerne mal vom. Aber gut, da wir auf einer Anhöhe sind, wird ja relativ wenig passieren. Eigentlich. Was ist das für eine Fata Morgana eben? Schauen wir mal, was haben wir? Happen. So, dann sollte das dann wächst das jetzt hier auch schon mal. Dann ist halt meine.
Oh, unser Sauerstoffgehalt ist auch schon wieder ganz, ganz wenig geworden, leider. Irgendwie. Bisschen. Sag ja, Rasen, kein Rasen. So, Sauerstoffmultiplikation, 200 Sauerstoff. Gut, das ist viel. Sturmmasse 23. Am. Nicht gerade viel, was wir haben. Das ist. Terraform. Tja. Mehr oder weniger. Gerade das erreicht, was wir. Also sollten wir uns noch mal ein bisschen Wasser knappen. Aber gut, es ist so. Natürlich jetzt versuchen, den Planeten schön zu machen. Schauen, dass wir was draus machen. Aber wir werden jetzt erstmal den Planeten evakuieren. Stelle, wo wir. Wasser. Soll ja natürlich auch alles professionell aussehen und schön aussehen hinterher, ne? Ja, ist auch da an den rumgepusht. Naja, im Grunde genommen sind wir ja Wissenschaftler, der hier Terraforming betreibt. Und keiner weiß so richtig, wo wir herkommen. Scheint nur von der Raumstation. Ich und. Naja, oh, gucken. Bin mal gespannt, wie das wird. Dann noch so einiges abbauen und wieder bauen und setzen. Alles. Ach, rund. Mehr können wir nicht mit. Ja, es wird so. Es wird es wahrscheinlich auch sein und haben. Alles sehen und er. Dann langsam Gedanken darüber machen. Aber gut, okay, ist halt so wie. Schauen wir mal. Gucken mal, wie das so interessant wird. Aber ich bin mal gespannt, wie das dann alles hier aussieht. Aussieht, weiß ich nicht. Was Aussagen. Aber die Bohrer sind fleißig am Bohren. Es wächst Gras hier. Also haben wir die. Stoff. Können auch auf dem ganzen Planeten Gras verteilen und wachsen lassen, aber machen was Schönes wird. Das können. Ja, Aluminium haben wir. Ja, dann setzen wir hier hin.
Die können wir hier noch reinsetzen. Dafür ist Platz hier. Platz haben für. Baustoff. Mal rein. Baustoff. Dann gucken wir mal. Kommen wir wieder auf Truma, dann werden wir ein bisschen Aluminium organisieren. Besorgen. Ach ja, was tut man nicht alles um den Planeten? Dazu machen. Aber gut, wir haben hier eine. Weniger da nachzudenken, was wir noch alles brauchen, dann mal. Nein, die brauchen wir nur die wichtigsten Teilen. High-End-Grafik machen würden, dann würde man alles sehen. Aber so Aufnahme wahrscheinlich schon. Ich glaube, da hätte ich eh nichts von. Ich von. Aluminium. Ins Cockpit. Okay, das ist ja so, wie wir machen. Laststreuer 2 bauen. Kämen, das wäre natürlich auch nochmal wieder wünschenswert. Aber okay, das sollten wir kriegen. Das ist dann so, ob das wird. Aber okay, wie man sieht, sind es 1, 2, 3 Stationen, 3, 4 Stationen. Das wird ja auch ständig erweitert, das Spiel. Dass sich jemand teleportieren kann, für größere Bio, so weiter und weiter. Aber okay, das ist natürlich. Mein Inventar ist schon wieder voll, na, herzlichen Glückwunsch. Da ist aber ständig voll bei mir. Oh, oh, oh. Gucken wir mal, wie weit der Rasen geworden ist. Oh, ist relativ. Grün wird schon relativ weit. Aber okay, gut. Auch das muss gemacht werden. Schaffen werden. Gerade viel schaffen hier. Bei uns immer eine bestimmte Zahl fehlt. Oh. Habe ich hier
So, schauen wir mal, dass wir ach ja, schön soll der Planet werden. Ja, gut, wichtig ist, dass man die Biomasse so ansehen. Also. Wird schon langsam, es wird dann habe ich wieder vergessen. Ach so, Biomasse. Ja, ja, so ist das. Kopf hat man den was man nicht hat man nicht. Aber gut, okay. Voranschreiten. Ja, irgendwann können wir wahrscheinlich auch größere Projekte bauen, machen, halten. Aber ja, ist jetzt noch nicht so das in Sicht, würde ich mal sagen, ne? Jetzt wird aber schön. Jetzt wird hier Rasen gesät. Der besonderen Art. Ja, so ein bisschen. Dann das. Sorgen ja auch für Sauerstoff. Die Pflanzen. Rasen nimmt das ja auch auf. Und das wird. Ja. Ja. Ah, nicht genügend Strom. Naja, das war. Ein Ding. Oh. Ein Ding, die sind da natürlich auch immer ganz praktisch. Ja, Leute, sagen, dann haben wir es heute mal wieder geschafft. Bisschen Grünfläche schaffen. Bisschen. Ich hoffe, es hat euch an der Stelle mal wieder super gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Abo oder ein Abo da. Ich würde mich freuen. Wir sagen wir mal wieder. Bis dahin. Ciao.